Als Vincent van Gogh das letzte Porträt seines Lebens malt, ahnt er nicht, dass es 100 Jahre später zum teuersten Kunstwerk aller Zeiten werden wird. Seit dieser historischen Versteigerung aber ist das Meisterwerk verschwunden. Die Öffentlichkeit hat es bis heute nie wieder zu Gesicht bekommen. Man hat so das Gefühl, dass dieses Wer weiß, wo Van Goghs Gachet ist, schon so ein urbaner Mythos geworden ist. Wir wissen, dass es die Gemüter wie kaum ein anderes bewegt hat. Eine wahnsinnige Malweise, in der sich die Farbe, der Pinselstrich von der Form zu lösen beginnt. Und die ist so bewegt, dass so was ganz Kirres passiert. Wo ist dieses verborgene Kunstwerk, das zum Spiegelbild der letzten 130 Jahre geworden ist? He painted it really not just as a portrait of Dr. Gachet, but as a self-portrait and also the state of mind of the modern world. He said about this painting, it has the heartbroken expression of our time. Meine Suche führt mich in die USA, quer durch Europa und durch drei Jahrhunderte bewegter Geschichte. Wie wird aus einem Kunstwerk ein Mythos? 12 million pounds, it is with 13 million. At 13 million pounds, would you like 14? 14 million pounds now. 16 million. We've never been up that high. We ought to run the currency converter. And it got to 50 million and it exploded. It just exploded into smithereens. Kunstmarkt ist die reinste Form von Marktwirtschaft. Dann ist jeder Preis möglich. Eine Geschichte davon, wie sich Kunst untrennbar mit dem Schicksal von Menschen verbinden kann. Er wird systematisch aufgrund seiner jüdischen Herkunft entehrt, entrechtet und letztendlich dann auch enteignet. Das ist unglaublich tragisch, weil er hat das hier alles aufgebaut. Und heute? Was passiert mit Kunst, wenn wir sie nicht mehr ansehen können? Elementar ist doch, es braucht ein Leben, damit es Kunst gibt. Eine Podcast-Serie über ein zeitloses Meisterwerk. Global Painting Star. Und dessen atemberaubende Geschichte. Finding Van Gogh. Auf der Suche nach dem legendären Bildnis des Dr. Gachet.